So, servus Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik mit einem neuen Video für euch. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Wir haben's heute, den 8.5. Hier ist das Halteverbot gültig ab 8.5. auf dem Erlanger Bergkirchweih-Gelände. Hier auf dem Platz, wo Top Spin stehen wird. Dann wird auch nicht mehr lang dauern, bis der aufkreuzt, Top Spin. Hier sieht man schon, hier wird schon für die Bergkirchweih fleißig geackert. Hier kommt jetzt wieder dieser Außensteg hin, dass man dann, wenn hier das Fahrgeschäft im Weg steht, dass man dann hier wieder so seitlich um das Fahrgeschäft rum kann. Genau. Und ja, was ihr auch gleich sehen werdet, das Europarad von Kipp ist heute angekommen. Auf dem Bergkirchweih-Gelände. Die bauen ordentlich auf. Und da kann ich euch nur sagen, und zwar, das wird richtig, richtig toll. Seid gespannt. Ihr dürft gespannt sein und ich würde sagen, wir sehen uns dann da vorne wieder, weil noch schaut es hier hinten recht leer aus. Aber wir schauen gleich vorne nochmal zum Europarad vom Kipp und Sohn. Und der Aufbau zur Bergkirchweih Erlangen ist nun im vollen Gange. Also für jeden, der es noch nicht richtig verstanden hat, der Aufbau für die Erlanger Bergkirchweih 2023 läuft. Und wird geil. Ich freue mich und schau mal gleich mal vor, was der Kipp noch so macht. Bis dann. Das sag ich doch, finde ich blöd. Noch einer. Und noch einer. Sie sind wieder da. Geil. Geil. Geilste Zugmaschinen hier, schau an. Jetzt tut sich was. Die ersten Transporte sind da. Geil.
Ja. Ach, da hinten leider, genau. Jetzt wird es eine Prozedur.
So Leute, wie man es jetzt hier schon vernehmen kann, Kipp und Sohn ist jetzt da, das Riesenrad von Kipp und Sohn. Das Riesenrad ist angekommen zur Bergkirchweih. Da liegen auch schon die Bolzen, alles, der Kran natürlich, genau, alles schon wunderbar hier. Wenn wir da einmal außen rum gehen hier. Genau, zur Bergkirchweih tut sich jetzt was. Das ist der erste Streich, wir laufen jetzt da mal vor. Lassen wir doch wieder rechtzeitig vorkommen. Genau. Da sieht man es dann auch schon, die ganzen Oschis vom Kipp. Genau. Ja. Und da wird es morgen weitergehen mit dem Aufbau. Hier tut sich nichts mehr jetzt. Erstmal. Und morgen geht's weiter. Ihr dürft gespannt sein. Der Aufbaublock zur Bergkirchweih läuft. Das Riesenrad ist da. Wird jetzt aufgebaut. Bergkirchweih Erlangen. So. Gut.